Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Part 40 ist angesagt. Bus Simulator 21. Und ich habe ja versprochen, dass wir, sobald wir mit Angel Shores durch sind, auf Deutsch weitermachen. Ja. Ich habe zwar zuerst gesagt, wir machen Seaside Valley nicht. Aber da wir sonst wirklich jetzt gar nichts mehr zu tun haben und da der Patch vor der Tür steht, leider ist er noch nicht da, aber wir werden trotzdem mal uns mit Seaside Valley befassen. Wir haben ja immer noch die Firmen hier. Unser guter Weinlandbus hat schon über 101 Millionen Euro. Ja, und ist hier in Angel Shores. Ich weiß gar nicht, wo dieses Foto gemacht wurde. Es könnte beim Millbrook Square sein. Weil da hinten die Straße, die könnte Richtung Bay Tree führen. Möglich. Hier haben wir aber Seaside Valley. So, mit dem Dom und diesen engen Innenstadthaltestellen. Ja, die werden wir dann auch noch sehen. Also, und wir sind beim Turtalbus. Also das Gegenteil vom Weinlandbus sozusagen. Das Turtal befindet sich nämlich östlich vom Weinland. Und wir steigen gleich voll ein, weil ich habe mich entsprechend vorbereitet. Ich fange hier nicht nackt an, sondern wir fangen hier mit einer vollkommen fertigen Karte an. Mit dem Sandbox-Modus und ja, man sieht es hier. Man sieht auch die verschiedenen Farben wunderschön. Es sind insgesamt 11 Buslinien im Einsatz. Und ich werde jede kurz vorstellen. Die erste, Port Amber. Die, das wäre übrigens hier, diese orange Linie. Die führt vom Astra Park, und zwar vom Stocker Platz, führt die. Ich könnte es mal noch auf Deutsch umstellen, wäre vielleicht mal noch eine gute Idee. Aber die Haltestellennamen sind sowieso Englisch, von daher spielt es gar keine Rolle. Führt also von Astra Park über Siechwalden, die Schönberger Gründe, hinunter über das Schafvetterfeld, Meierheim, Westfeld, Steineck und dann die Agri-Zone hinüber bis zur Bootsbauergasse heißt sie, glaube ich, auf Deutsch. Ich bin jetzt nicht sicher, ich denke, die wird auch auf Deutsch Shipwrights Alley heißen, aber naja, sie heißt Bootsbauergasse eigentlich in der 18er-Version. Hier die Wendeschleife, man sieht, es ist eine Ping-Pong-Route und wir werden diese dann auch gleich zuerst fahren. Natürlich nur ein Weg, also vom Stockerplatz bis zur Bootsbauergasse. Der Rückweg ist identisch, also da gibt es dann eigentlich nichts mehr speziell zu sehen. Diese Linie ist übrigens die einzige Großlinie, die nicht über den Omnibusbahnhof fährt. Man sieht es hier. Jedes einzelne Gleis hier ist belegt. Es gibt 6 Gleise oder Kanten oder wie man das auch immer sagen will. Und da sind eine Linie fährt doppelt durch, weil sie in verschiedene Richtungen geht. Und dann gibt es nochmal 4 verschiedene Linien, die einzeln belegt sind. Also, das ist Linie 1. Dann haben wir Linie 2. Die ist... steht jetzt hier Schafvetter. Die ist auch ziemlich lang. Die erste Linie 1,29 pro Umlauf und hier 1,16. Diese Linie geht vom Zellermann Forschungszentrum auch über die Speichen runter über Stockerplatz. Und da steht gerade einer von der Linie 1, dein Gelenkbus. Oder, nee, der ist von der Linie 2, alles klar. Ja, genau, das ist die dunklere Linie. Und dann geht es dann raus aus dem Astra Park und diese fährt dann eben nicht übers Lido, sondern über Eichwil zentral und dann runter Siechwalden, Lahrstraße und dann normal Siechwalden. Und dann geht es hier außenrum über den Fischergrund, die Flusspromenade, die Radovanovic-Brücke, oder Radovanovic wahrscheinlich. Und dann die Viktoriastraße runter zum ZOB, zentraler Busbahnhof. Oder hier CBS im Englischen oder ZOB im Deutschen.
Deutschland, Schweiz, hallo, grüezi, miteinander. Dann die Römerstraße müsste die wohl heißen. Und dann geht's hier über Meierheim, Schafvetterfeld. Und da wird gewendet und dann geht's wieder zurück. Also dieser Abschnitt vom Zopp hier zum Schafvetterfeld ist nur relativ kurz. Der andere ist bedeutend länger. Auch das ist eine Ping-Pong-Route. Und auch die wird man locker in einem Video dann einen Weg zumindest schaffen. Da reden wir dann von vielleicht also eine halbe Stunde mit unserer Geschwindigkeit, die wir fahren, eine halbe Stunde. Das könnte sein, dass das vielleicht 34 Minuten lang geht, 35. Dann das Sägewerk, das ist eine Stichstrecke, also ohne hin und zurück, sondern die führt über verschiedene Wege. Es ist ein Rundkurs, startet am Busbahnhof, wir können es so kurz zeigen, und macht hier eigentlich den Rundkurs mit einem kurzen Abstecher über Sieichwalden, Eichwil und das alte Sägewerk wieder zurück zum Busbahnhof. Also eine sehr kleine Route. Eine Tour wird angegeben mit 25 Minuten 45, schafft man wahrscheinlich in rund 20 Minuten. Dann die Altstadtroute, auch ein Rundkurs, die ist auch nicht viel länger. 33,05, das schafft man in unter einer halben Stunde, wenn man es richtig fährt. Und da fahren keine Gelenkbusse auf diesem Abschnitt. Man dürfte zwar jetzt neuerdings, im 18er durfte man das nicht Gelenkbusse einteilen, die von der KI gefahren werden über die Altstadt. Jetzt kann man es offensichtlich. Auch der fängt beim Busbahnhof an, fährt über Meierheim und Schafvetterfeld in die Altstadt rein, kommt hier nochmal runter, geht dann aber hoch und durchquert hier wirklich den gesamten Altstadtbereich und bedient auch noch das St. Paulus Inn und geht dann über die Riesengasse und das World Trading Center wieder zurück zum Busbahnhof. Ist also auch ein Rundkurs. Dann haben wir die Linie 5 und das ist die längste. Zusammen mit Port Amber, die ist sogar noch eine Minute länger. Ist auch eine Ping-Pong-Route. Wird wahrscheinlich etwa 36 Minuten dauern, ein Weg. Das wird das längste Video dann. Das ist die Flughafenlinie. Da wird immer so schön geflucht. Und beginnen tut sie am Flughafen tatsächlich. Und dann ist die Müllerstraße dann halt die Endhaltestelle. Das kann ich nicht verstehen, aber offiziell ist die Müllerstraße die letzte, weil es die höchste Nummer ist. Man kommt also hier rein und fährt dann zum Flughafen und wieder zurück. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Es wäre sehr schön, wenn wir unsere Zielanzeiger selber einstellen könnten. Da könnte ich nämlich hier Airport oder Flughafen hinschreiben oder beides. Aber das macht sonst keinen Sinn. Und der geht dann über, das gehört sogar zu Kehrstadt dazu. Macht irgendwie keinen Sinn. Ich dachte, das gehört zu Sonnstein. Aber ja, also diese zwei Haltestellen gehören zu Kehrstadt, bedient also Sonnstein nicht, sondern wählt den direkten Weg, geht über Westfeld und Schafvetterfeld und dann über die Schönberger Gründe nach Eichwil und geht dann oben durch ohne Halt direkt zum Astra Park und bedient die zwei Speichen und den Stockerplatz. Also Stockerplatz hat doch drei Linien, die hier enden und wenden, wie man so schön sagt, weil die Wendestrecke hier sehr klein ist. Macht also für Ping-Pong-Routen Sinn, hier oben zu wenden. Dasselbe natürlich gilt für den Flughafen, auch hier eine sehr kurze Wendestrecke. Dann haben wir die Linie 6, Ölhafen, sehr kurze, also ja, relativ kurze Linie, 33,48, die schafft man auch in unter einer halben Stunde. Man sieht es hier, also die fährt wirklich nur zwischen der Agrizone und der Industrie und dem Hafen diese Bereiche ab und verbindet so mit der Linie 1 und 2. Nein, mit 1 und 11. So, genau. Und dann gibt es aber noch eine Linie. Ah, nee, das ist die 1 tatsächlich. Mit der 1 vor allem. Mit der 11 auch noch so nebenbei, aber vor allem mit der 1. Die 1 geht auch hier über den gesamten Steineckbereich. Dann die Linie 7 unter Sonnstein. Das ist auch eine längere 10449. Und was man hier vor allem wunderschön sehen kann, es ist eine ausgeglichene Linie mit der Sonne hier.
Also gleich wie das Sägewerk, auch da ist die Sonne drauf. Da hat also nur eine Peak Time, eine Hauptverkehrszeit, nämlich von 9 bis 2 im Mittag. Ist ein bisschen lustig, aber egal. Also Untersonnstein, Linie 7, die hat sehr lange Wege, deswegen muss man hier mit vielen kleinen Fahrzeugen fahren, damit man einigermaßen noch einen vernünftigen Takt hinbekommt. Startet beim Busbahnhof, geht hier noch über den Außenring, durch den Hauptbahnhof durch, und zwar übers Zimmermannstor und geht dann hier raus auf die Autobahn und kommt dann hier bei Kehrstadt, hält hier kurz an. Hier übrigens, Kehrstadt ist eine eigene Kurzlinie, es ist dann direkt die Linie 8, die zeige ich danach. Geht aber nicht zum Flughafen, sondern geht dann eben nach Sonnstein über die Müllerstraße, also Sonnenstraße unter Sonnstein, darum heißt ja auch Untersonnstein, und geht dann hier Wenden im Westfeld, ist auch eine Ping-Pong-Linie, kann also locker in einer halben Stunde ein Weg gefahren werden. Und hat immerhin einen 13-Minuten-Takt. Wenn man die Taktzeiten hier anguckt, Viertelstundentakt, Viertelstundentakt, ja, 13 Minuten, 11 Minuten, hier wieder Viertelstunde, 11 Minuten, 13 Minuten, 10 Minuten Takt hier in Kerstadt. Und das ist wirklich nur hier diese kurze Schleife wieder zurück. Und diese Haltestelle hier wird von mindestens drei, wenn nicht sogar vier Linien abgedeckt. Die Wachowski-Industrie sind drei Linien. Dann ist es die Linie 7 und 11, die hier anhalten. Also, das war die Kehrstadt-Schleife, dann ist die Bergschleife. Die ist auch nicht viel länger, die ist 29,20, ist auch eine einseitige Linie und die bedient auch die oberen Bereiche von Sonnstein, also das Dorf sowie die Kellerstraße und geht dann hier über die Mautner Farm runter zur Untersonnstein, da sind auch wieder drei Routen miteinander verbunden. Und dann geht es hier über Windfeld, Ost und West. Auch da sind drei Linien verbunden, eigentlich ein Wahnsinn. Und dann aber, und das wundert mich jetzt gerade ein bisschen, wahrscheinlich wegen der Auslastung, weil das dann zu viel Demand wäre. Das macht aber eigentlich keinen Sinn. Ja gut, das macht doch Sinn. Man könnte, ja, ich sehe jetzt das gerade, man könnte, es macht sogar Sinn, wenn man das so macht. Genau, das mache ich dann auch so. Dann ist halt diese Linie nicht ganz balanced. Das ist in dem Fall die einzige, die ein plus 1 hat, aber das ist egal. Ja, okay, jetzt sieht man es auch. Jetzt ist nämlich auch der Trip kürzer geworden. Das macht mehr Sinn. 30, 30. Und dann ist. Ah ne, der war vorher kürzer, war 29, aber egal, da sind wir noch Viertelstundentakt. Und genau, geht da zum Flughafen, wendet wieder und geht dann zurück nach Sonnstein. Was ein bisschen schwierig ist, also man muss hier zweimal lang, aber hier nicht halten, sondern erst wieder hoch und erst dann halten, wenn man wieder in die Richtung fährt. Ist ein bisschen. Ja, mag ein bisschen kompliziert sein. Aber auch hier Peak Time mit der Sonne. Also am Mittag. Das sind alles kleine Linien. Und dann die Linie 10, die heißt sogar Sonnstein. Auch die, aber die fährt nur also übers Dorf, nicht über die Kellerstraße. Kommt hier rein, ist auch eine Schleifenlinie. Hier fährt man die gleiche Strecke. Das ist sieht aus wie Ping-Pong-Route. Aber man hält, also der Weg hoch ist über Kehrstadt oder den halt über Windfeld. Der Weg runter über Sonnstein, dann kommt man hier raus und dann hat man hier die Verbindung mit dem Zopp, was relativ wichtig ist, weil dadurch gibt es auch eine relativ direkte Linie für die Sonnsteiner, um hier direkt runterzukommen. Ist auch eine ausgeglichene Linie, ist auch eine relativ lange für 44,23. Mit nur 7 Haltestellen, also 14 Haltestellen, aber nur 7 pro Seite natürlich. Und deswegen ist der Takt hier auch relativ gering mit 14,48. Gut, dann noch die letzte. Das ist dann die Schnellbuslinie Flughafen. Und auch die beginnt am Busbahnhof und fährt vor allem über Meierheim und geht dann aber dann direkt raus auf die Autobahn. Nicht ganz direkt, Entschuldigung.
sondern übers Steineck und geht dann über die Landwirtschaftszone und dann sogar noch übers Lido. Das ist da halt nämlich nur eine weitere Linie und das ist nämlich die Linie 1. Das ist die zweitwichtigste. Also deswegen ist diese Linie nicht unwichtig und geht dann hier den ganzen Weg Autobahn der Küste entlang bis nach Kerstadt und geht dann nur bis zum Flughafen und geht wieder zurück. So sieht also das Netzwerk aus in Seaside Valley. Ich werde eine Linie nach der anderen selber fahren. Die zähle ich aber gerade. Ich habe schon sicher eine Viertelstunde, wenn nicht sogar 20 Minuten erzählt. Leider haben wir noch keinen Patch. Ich hätte gerne den Patch vorgestellt mit Part 40. Ist ja ein Jubiläumspart. Da die Linie 1 eine sehr lange Linie ist, könnte ich jetzt aber einfach noch einen kleinen Teil von der Linie 1 zeigen und dann die Fortsetzung in Part 41 machen. Das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Ich sehe gerade auch einen Bus, der runterkommt und hier beim Stockerplatz wendet. Der ist also gerade kurz vor der Endhaltestelle. Dann werde ich mich hier einklinken. Das ist ein Volvo. Do you want to drive or maybe just check the passenger's ticket? Es ist jetzt natürlich noch die englische Version. Ich werde das aber. Wait a second. There. Have fun. Hallo. So, ich werde das aber fürs nächste Video anpassen. Das ist jetzt nur noch diese zwei, drei Haltestellen. I'll never go on foot again. Okay, Taking the dann bus nehme ich is den so nächsten. much Tut mir leid. fun. Auch das bitte fixen noch mit dem Patch. Ich hoffe wirklich, dass das auch dazugehört, weil das bringt definitiv nichts. Da sehe ich nichts. Okay, ich werde jetzt hier Fast Travel machen. Ich glaube, ich stehe auf der richtigen Seite, so ist es. Und jetzt wird natürlich derselbe Bus kommen, aber ich hoffe einfach bitte. Hallo? Nein, das ist Airport. Das ist die Linie 2, die ist falsch. Ich will die Linie 1, bitte. Eieiei, haben die Mühe hier. Wahnsinn. Das ist wieder. Jetzt kommt die Linie 1. So, Gelenkbus. Auch okay. Ja, dann ist halt jetzt noch die Linie 2 da unten. Aber nicht mehr lange wahrscheinlich. Also, wir fahren noch ein paar. Ich weiß gar nicht, ob jetzt hier noch einer einsteigen wird. Ich habe. Ah, nee, ich habe zuerst die Türen geöffnet. Mein Fehler. So, gucken wir nochmal. Okay, da scheint niemand mehr einsteigen zu wollen. Dann geht's weiter. Hinter mir ist auch schon einer. Wahnsinn. Also, wir haben hauptsächlich Wollwöhler. Die neue Mehrzahl von Volvo. nein, wir haben Volvos und wir haben Citaros und ein paar Scanias und das war es dann auch schon. Is my ticket 51 Busse sind im Einsatz. Und ich glaube, es sind nur 9 Gelenkbusse, soweit ich gesehen habe. Sind nicht viele. Weil halt eben in Seaside Valley halt viele Langstrecken sind und die Takte da natürlich mit kleineren Kapazitäten besser abgedeckt sind. So, und jetzt kommt mein erster großer Kritikpunkt. Ich hoffe auch, dass das wirklich schnell gefixt wird. Gerade beim Astra Park ist mir das aufgefallen. Diese langen Staus teilweise. Also der geht jetzt noch. Aber da gibt es Staus, die sind wirklich unfassbar lang. Weil dann einfach zum Beispiel jetzt auch wieder. Okay, das rechts vor links kann ich noch verstehen, aber nicht dauerhaft. Irgendwann muss man dann halt auch mal zwischen reinfahren, weil das geht natürlich einfach nur ewig. So, die entscheidet sich wieder umzudrehen. Das ist eine gute Idee. Ich habe übrigens die Minimap ausgemacht, weil ich sie ja auf dem Navi sehe. Weil dann sind nämlich auch die ganzen Benachrichtigungen nicht mehr da.
ein bisschen noch über den Randstein, aber das ist natürlich, wenn die Autos so weit nach vorne kommen. Aber wenn man unter 20 km/h fährt, dann zählt das nicht als Abzug. Ab und zu ist es halt einfach nötig, wenn man den Platz nicht bekommt von den Verkehrsteilnehmern. Man hört es noch zählen im Hintergrund, aber alle UI-Elemente sind auch, oder GUI-Elemente sind ausgeschaltet. Indeed. Ja, und wie gesagt, die englischen Stimmen, die verschwinden ab dem nächsten Part. Das ist versprochen. Weil, ich habe ja gesagt, wenn wir Seaside Valley machen, machen wir es auf Deutsch. Und bitte auch das Sonnenrollo vom Volvo. Beide. Bitte stellt die Sensibilität so ein, dass es erst ab einer gewissen Höhe angezeigt wird. Weil das hier, ich muss jetzt so fahren, dass ich fast meine eigenen Füße sehe. Und das ist, okay, ich sehe auch die Spiegel noch, aber ich würde gerne eigentlich so fahren. Lieber so. Weil so würde ich auch fahren im echten Leben. Während der Fahrt geht das schon. Aber wenn ich jetzt dann an die Haltestelle fahre, dann werdet ihr sofort sehen, dass eine Interaktion kommt mit dem Sonnenrollo. Und das ist völlig doof. Das braucht es nicht. Das ist wirklich im Weg. Jetzt kommt's. Und das nimmt auch noch ziemlich viel Platz auf dem Bildschirm ein. Da muss ich wieder nach unten nicken, quasi. Schön gerade. Wie es sich gehört für einen Gelenkbus. Es ist auch genug Platz da. Das ist der Vorteil von Seaside Valley. Die Haltestellen sind meistens Buchten. Man kann reinfahren, man ist weg von der Straße. Und man kann so auch, ich glaube, die KI würde dann auch einen wartenden Bus so überholen können. Ich meine natürlich KI-Busfahrer. Die würden dann einen wartenden KI-Bus, wenn sie jetzt eine Haltestelle nicht bedienen müssen, die würden dann wahrscheinlich weiterfahren. Ich nehme es mal schwer an. Oder ich meine jetzt da auch das hier. Ne? Ich meine, die Leute, sie laufen einfach wirklich ultra langsam über die Straße. Die sind jetzt alle von meinem Bus aus meinem Bus ausgestiegen. Ne? Und das ist ein Problem. Sie kommen auch von links, deswegen werde ich auch in diesem Video nur ein paar Haltestellen noch zeigen. Wenn es dann aufs Land rausgeht, dann fängt dann der Part 41 an. Und schau mal, ich blinke die ganze Zeit, aber meinst du, es würde einer warten? Das war beim 18er besser. Weil ich jetzt in einer Bucht drin bin. Wenn ich in Angel Shores bin, klappt das besser, weil dort die Haltestellen auf der Fahrbahn sind. Was auch in Seaside Valley wieder eher passiert, hallo Kollege, sind Unfälle mit Fußgängern. Leider. Weil halt eben in Seaside Valley die Fußgänger wieder eher reinwatscheln. Wenn man um eine Kurve fährt, gerade 90 Grad Kurven mit einem Gelenkbus, schwierig. Weil bis der Arsch ums Eck ist, ist der Fußgänger schon da. Und den hat man beim Abbiegen vorher noch gar nicht gesehen. Deswegen, ja, ein bisschen problematisch finde ich das. So, wieder ziemlich schön gerade drin. Ich finde das gerade genug. Man sieht die hinterste Tür und das ist die Hauptsache. Ich habe wieder die Busse einigermaßen so gefärbt, wie auch die Farbe der Linie ist. Also hier so ein helleres Orange, wobei es sieht fast braun aus. Ich weiß, es ist nicht ganz so glücklich, aber ja, was Besseres habe ich nicht gefunden, weil wir haben ja auch eine gelbe und eine gelb-grüne. Oder so eine neongelbe und eine gelbe, richtig gelbe. Und dann ist natürlich dann ja beim Orange wird es ein bisschen schwierig, den richtigen Farbton zu treffen. Bei der Lackierung. Der war jetzt ein bisschen schräg. Aber ich habe lieber, wenn die Banane in die... Also wenn der vordere Teil des Busses eher etwas nach rechts schaut, weil dann habe ich auf jeden Fall die hintere Tür noch im Blick. Wenn die Banane so ist, wie jetzt gerade, dann ist es nicht optimal.
Warum und warum habe ich alles Elektrobusse genommen? Genau, ich habe nur E-Citaros, Volvo 7900er und die Scania City Vites genommen. Warum nur E-Busse? Weil die sich erstens mal am besten fahren. Man hört noch was nebenbei. Also ich kann da auch mit weniger großer Lautstärke reden. Mir gefallen auch die Motorengeräusche einfach nicht wirklich. Sorry. Also bei den Dieselbussen, das ist alles ein bisschen Einheitsmambo-Jumbo. Das ist zu wenig Unterschied zwischen den Busmodellen. Und es gibt definitiv Unterschiede bei den Motoren. Nur sind die hier nicht wirklich hörbar. Und deswegen fahre ich, wenn, dann lieber E-Bus. Schau mal, die laufen jetzt einfach rein. Und da ist jetzt zwar ein Fußgängerstreifen, Zebrastreifen, das ist ja noch in Ordnung. Aber wenn wir dann nach Steineck kommen, das werde ich euch in Part 41 zeigen, da laufen sie einfach über die Straße. Da hat es dann keinen Streifen mehr. Die laufen einfach raus. Man muss wirklich sehr, sehr gut aufpassen. Also Fußgängerverhalten hier ganz anders. Wenn man jetzt langsam an den Streifen ranfährt, dann fangen sie auch an zu rennen, wie in Angel Shores. Das war die Linie 5. Ich kann die Linie nur schon an der Farbe der Busse erkennen, weil ich habe wirklich... So, da quetsche ich mich dazwischen. Ich habe die Linien wirklich so gefärbt oder die Busse so gefärbt, dass man weiß, auch auf welchen Linien sie gerade laufen, weil die Aufschrift ja sehr klein ist. Die kann man kaum erkennen. So. Ich glaube, zum Astra Park gehen insgesamt 4 Linien. Die Elver geht, glaube ich, auch noch zum Astra Park, soweit es mir ist. Nein, der geht nach dem Lido auf die Autobahn. So, der Kollege wartet sogar auf mich. Das ist richtig nett. Das haben sie im 18er eher weniger gemacht. Andererseits muss ich sagen, der Verkehr ist zu defensiv. Ein bisschen Defensivverhalten ist ja toll. Jetzt in diesem Fall hat es gepasst, aber es verursacht viel zu viele Staus. Ah ja, übrigens, ich habe Schlaglochstrafe und alles auch in dieser Firma abgeschaltet. Sonst kriegt man nie auch nur annähernd 5 Sterne. So, das ist die Linie 11, müsste sie sein. Diesen gelb-goldenen Bussen, so ist es. Das ist eben diese Schnelllinie vom Flughafen. Jetzt fährt er gerade weg, das ist super. Jetzt kann ich nicht mehr ganz reinziehen, leider. Aber es geht gerade noch. Ich würde sagen, das ist sogar ziemlich okay. Das hat im Spiegel ein bisschen anders ausgesehen, das ist ziemlich gerade. Und ja, eben, man hört es, das war jetzt gerade ein Zahltag. Ich habe die aber natürlich alle ausgeblendet. Man sieht jetzt wirklich nur den Bus und uns. So, jetzt bin ich eigentlich ja schon über Land. Jetzt habe ich den Astra Park verlassen. Ich werde jetzt noch eine Haltestelle fahren. Schaut euch mal diese Leute an. Unfassbar, diese Fußgängerfrequenz in Seaside Valley. Das ist viel mehr als in Angel Shores. Aber ich möchte noch etwas erwähnen zu Angel Shores, was mir noch aufgefallen ist. Das müsste ich jetzt fast auf Englisch sagen, aber ich sage es jetzt trotzdem auf Deutsch. Es gibt eine Stelle in Angel Shores, wenn man aus Auris Harbor rausgeht auf die Autobahn, oder wenn man, noch schlimmer ist es, wenn man schon auf der Autobahn kommt, von Gold Island her und durchfährt bis Pecunia, oder ja, einfach auf der Autobahn bleibt. Da gehen die Fußgänger, da hat sie eine Unterführung. Und dann sieht man, wenn man durch die Unterführung fährt, dann sieht man, wie die hochgebeamt werden. Aber wenn man über die Autobahn fährt, dann ploppen die plötzlich mitten auf die Fahrbahn, auf der Autobahn. Also auch da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Ich bin froh, dass ich jetzt mit dem Gelenkbus fahren kann. Ich wollte mit dem Solowagen eigentlich sowieso nicht fahren. Also wenn schon... Uiuiui. Ja, dieses plötzliche Spawnen ist auch nicht gerade so wirklich das Gelbe vom Ei, aber naja, gut. Das ist wieder die Linie 5 und vorne ist die Linie 2. Jo, ein Busstau. The Mountainers and Sunlighters
Ich nehme mal an, der Fünfer wird dann gleich mitfahren mit dem Zweier. Die werden wahrscheinlich ihre Fahrgäste auch schon eingeladen haben. Ja, es ist ein bisschen seltsam. Und da kommt die Linie, das ist Linie 2. Das ist, der ist dunkler. Genau, das ist die Linie 2. Also auch auf der Gegenseite richtig viel Verkehr, was Busse angeht. Er fährt, ja eben, er fährt auch raus. Also das habe ich jetzt fast erwartet. So, und ich würde sagen, hier ist mal Endstation für uns. Ich lasse hier den Kollegen weiterfahren. Und mit Aussicht auf Leitplanke, richtig toll. Schade. Okay, ich werde hier den Bus übergeben. Ja, da steht jetzt Grenusplatz drauf, was überhaupt keinen Sinn macht. Aber egal. Genau, der Kollege übernimmt jetzt den. So. Dann möchte ich mich an der Stelle verabschieden mit Part 40, mit der Aussicht auf die Innenstadt. Und nächstes Mal, ich kann ja auf den Mittelstreifen gehen, dann sieht man den Linie 2 Gelenkbus auch noch kurz da rechts stehen. Was hat der eigentlich für eine Zielanzeige? Nordspeiche steht da. Okay, gut. Also, mit diesem, vielleicht gibt das sogar ein Thumbnail, ich hoffe es zumindest, weil das wäre jetzt gerade eine schöne Einstellung gewesen von der Kamera. Nächstes Mal also der Rest von der Linie 1 mit dem Gelenkbus, natürlich. Und das müsste es eigentlich dann auch schon füllen vom Inhalt her. Wenn der Patch bis dann kommt, was ich bezweifle, dann würde ich natürlich auch noch während der Fahrt mit der Linie 1 ein paar Informationen geben zu diesen Patches. Oder zu dem Patch mit den Inhalten dazu. Danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.